Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sudeki. Das letzte Mal sind wir in der Schattenwelt angekommen. Und es hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe ein bisschen gelevelt. Wir sind jetzt 11, 12, 12, 11. Ich habe ein paar Kugeln des Geistes gesammelt. Und ja, das war's im Grunde. Wir gehen weiter. In dieser wunderbaren Welt. Wir sind da wieder immer noch unterwegs mit Eilish, Tal, Buki und Elko. Und wir sind auf der Suche, epischen Reise Yemi zu finden. Nein, was? Wir sind unterwegs, böse Gegner zu besiegen. Wir müssen einen Navigationsstein finden, Leute. Und um den zu finden, müssen wir uns hier durchprügeln. Oh yeah. Seht ihr Elkos banalen Angriff? Er macht alles fertig. Oh yeah. Was, du weichst aus? Spür meine Knarre. Du kannst wegen meiner Knarre nicht gewinnen. Hast du gedacht, du kannst... Du hast Freunde mitgebracht. Doch, beide gleichzeitig fertig. Wie gefällt dir das, hä? Hä, wie gefällt dir das? Bis nächster, ne? Komm her, komm her. Okay. Egal. Mein starker Angriff. Helf mir, Buki. Gern geschehen. Elko ist bis jetzt der Beste. Ich meine, guck dich seinen Angriff an. Das ist Damage, Mann. Das ist Damage. Oh yeah. Wir gehen weiter. Wir hatten ein paar Level-Ups. Ich verteile meine Level-Ups. Damit ihr nichts verpasst. Elko, ich gebe Elko Kraft. Ich will, dass er noch mehr Schaden macht. Und ein bisschen Energie. Wunderschön. Wen haben wir hier? Wir haben Buki. Wir gehen auch wieder auf Kraft. Und ein bisschen Fähigkeit. Der gute Tal ist wie immer unser Tanktier. Er braucht nichts anderes. Er braucht nur Kraft und Gesundheit. Die kleine Eilish ist unsere Heilerin. Braucht Energie und Fertigkeit. Wunderschön, wunderschön. Damit können wir weiter. Wir haben das Tor geöffnet. Und es geht los. Was haben wir hier? Eine wunderschöne Spielwelt. Nicht noch eine Brücke, aber okay. Mal gucken, ob ich hier heil rüberkomme. Oh. Meine AP wurde vom Geist hergestellt. Passiert das jetzt immer? Keine Ahnung. Wir haben es rüber geschafft. Ah, das war durch die Kugel der Geister. Okay. So, was gibt's hier noch? Oh, da drüben ist noch eine Kugel. Die nehmen wir lieber mit. Kann keine Fertigkeitssalbe mehr aufnehmen. Heilende Salbe. Kugel der Geister. Ja, die Totenschädel, die Geister, die würden uns sonst verletzen. Aber mit dieser Kugel tun sie es nicht. Ein weiterer Speicherpunkt. Den aktiviere ich doch mal. Nein, keine neue Speicherei. Speichern von Sudeki, bitte warten. Speichern ist das wohl Spannendste, was man in einem Spiel haben kann. Und es geht weiter. Was erwartet uns hier? Noch mehr Geister. Okay. Interessant. Ja, ist ja in Ordnung. Es geht weiter. Ha, egal, wir haben die Kugel der Geister. Es interessiert mich nicht mehr, was ihr macht. Hehehehe.
was known as the greatest warrior in the land. It is said that he once killed 1000 warriors in a day. Okay, danke. That's quite a head count. Must have been messy. Oh, laufen wir langsam geschmeidig. Nein, eigentlich kann ich nach Hause. Ich brauche nochmal so eine Kugel. Oh yeah. Ich glaube, ich muss hier lang. Und da haben wir den Herr des Horrors. Farexler. Geh mal weg, du Stinker. Das ist Damage. Zeigen wir mal Echos Fähigkeiten, Kybernetika. Oh yeah. Das war interessant. Immer so andeuten, dass dein Gegner keine Chance hat. Was macht er? Er holt neue Krieger, also es macht keinen Sinn, seine Krieger zu besiegen. Besiegen wir lieber ihn. ausgewichen. Habt euch so gedacht. Stirb endlich, Wow Wow. Oh yeah. Und yes. Was mag ich an der Waffe? Da kann man durch Gegner durchschießen. Wir können ja unsere ganzen Verbündeten unterstützen. Oh yeah. Er ruft noch mehr. Soll er halt. Ist mir egal. Gegen Elko hast du keine Chance, Farexlaw. Geh mir aus dem Weg, Bautzi. Ich hab nichts gegen ihn, aber er hat irgendwas gegen mich. Oh yeah. Schon wieder. Es bringt nichts, wenn du deine Armee verkleinerst und dann wieder vergrößerst. Ich hätte mal kurz Eilish. Ein bisschen Heilung. Wunderschön. Das war eine krasse Heilung. Was willst du jetzt noch tun, hä? Ich habe mich krass geheilt. Gnadenstoß. Damit war der Farexlaw besiegt. Oh yeah. Seelensucherrolle. Ah, das war nichts. Wir können keine Kugeln mehr einsammeln. Wir haben schon alle. Wir haben schon 99 Stück. Damit geht's weiter. Das war keine Herausforderung. Was haben wir hier? Eine Schattentruhe. What have we here? Debilitator. Eine neue Waffe für Elko. Probieren wir doch mal aus. Die sehen interessant aus. Okay. Das ist ein Job für Buki. Ein bisschen Kletter-Action. Oh yeah. Danke, Buki. Und hier geht's wieder runter. Interessant.
Was gibt's hier? Okay, was gibt's hier oben? Eine Kiste! Yay! Kugel der Macht! Oh yeah! Gehen wir hier weiter? Wohin führst du mich, steinerner Weg? Okay. Führe mich ans Licht. Muki, you must serve your people now as never before. By touching this stone, you contact your ancestors and earn the right to call upon my servant Mo. The fate of worlds now rests on your shoulders. Shiny. So, wir haben noch eine Rüstung für Buki. Sehr interessant. Der Nebeltiger. Da sieht man mal wieder, dieses Spiel hat eine interessante Zielgruppe. Kinder ab 6 Jahren. Nein, es ist ab 12. Kletter mal da hoch, Buki. Jetzt ist es noch fragwürdiger zu klettern. Aber okay. Andere Welten, andere Regeln. So heißt es. Oh, Elko, was machst du da? Elko? Elko, wohin guckst du? Elko! Du schlimmer Finger, du. Und weiter geht's. Gehen wir wieder zurück. Tetsu has spoken to me and granted me the Stone of the Worlds. We must thank Hexam for opening our eyes to this place. With the navigation stone, all Omnia is open to us. Oh yeah. Das sind gute Neuigkeiten, Boogie. Und darum gehen wir auch wieder zurück. Niemand wird mich jetzt noch aufhalten. Ich bin der König der Welt. Was? Die Kugel der Geister ist verschwunden. Das macht doch gar keinen Sinn. Wir brauchen sie aber nicht. Wir sind doch so gut. Oh yeah. Und wieder der Raum. Der ist interessant. Sehen wir uns hier mal genauer um. Okay. Okay. Sehr interessant. Ein Meisterwerk. Ich verlasse diesen abscheulichen Ort. Ich probiere nochmal eine Kugel der Geister mitzunehmen. Vielleicht hebt die diesmal länger. Als nur bis am Anfang der Brücke. Aber ich glaube, hier ist so ein Event. Mal gucken. Nein, doch nicht. Yeah. Oh yeah. Danken wir dem Vogelmann. Vogelmann, ich bin zurück. Und ein kleiner Kampf. Okay. Nein. Die Waffe gefällt mir nicht. Die ist viel heroischer. Oh yeah.
Das ist Damage. So liebe ich meinen Schaden. Ich helfe dir, Tal. Oh yeah. Niemand darf meinem Homie Tal was anhaben. Ein erster Checker. Oh yeah. Hoch zu Hexer. Oh yeah. Die tapferen Recken bewegen sich wieder zurück zu ihrem Helfer. Ich öffne die Tür. Bin wieder zu Hause, Hexer. Erstmal nach oben. Oh, oh, diese epischen Geräusche, wenn er klettert. Yeah. Hexer? You wish to hear more about the realm of shadows. Nein. You may. Ja, bitte. Ich kann ihm nicht danken, okay. Also, ciao. Dann verschwinde ich halt wieder. Dieser Hexer, er ist nicht der netteste. Er lässt uns hier übernachten, ja, schön, okay. Aber mir gefällt das trotzdem nicht. Gehen wir weiter. Elko und the Boys. Seine fette Tanzgruppe. Jetzt kommen gleich wieder Gegner. Oh, zu früh angegriffen. Oh yeah. Nein. Habt ihr euch so gedacht? Ich möchte das nicht. Geht mir aus dem Weg, ihr Scheusale. Gegen meinen Blaster habt ihr keine Chance. Oh yeah. Oh yeah. Na, was sagst du jetzt, Vogelmann? Bist du immer noch so tough? Nein. Tough zu blocken? Genau. Ich spüre die Macht meiner Waffe. Du willst sie spüren. Damit haben wir das wieder erledigt. Es geht weiter. Oh, so eine tapfere Crew. Alle laufen sie hintereinander. Oh yeah. Die Mädchen mit ein paar fragwürdigen Klamotten für den Kampf. Aber das ist ja normal. Das ist so 0815. Na, darunter. Wir sind gleich wieder zurück. Nur noch durch dieses kleine Gebiet da unten. Da battlen wir uns noch durch. Ja, was gibt es sonst noch? Dieses Gebiet ist ziemlich eintönig und kurz. Kurz. Aber mit Elkos Hilfe werden wir es schaffen. Ich meine Elko. Er hat einen Roboterarm. Ich wünschte, ich hätte einen Roboterarm. Was willst du? Okay. Nein. Ich möchte das nicht. Der wollte mich gerade angreifen. Und wir sind wieder vergiftet. Aber okay, die Gegner haben keine Chance mehr. Ich bin jetzt Profi im Gegner töten. Vor allem mit Elko. Oh yeah. Bleibt geschmeidig, ihr Gegner. Bleibt geschmeidig. Und los geht's. Ah, noch eine Brücke. Einfach durch. Aua.
Ich weiß nicht, was die Geister gegen mich haben. Ich bin doch so lieb. Ich bin die Güte in Person. Und den langen, beschwerlichen Weg zurück. Ja, irgendwo müsste der Fährmann sein. Da ist er schon. Hallo, großer Meister. Long have I waited for strangers such as yourselves to open the portals once more. Now the lost souls of the dead can be brought together in harmony. As you have brought this to pass, I charge you to help gather the souls unto me. Ich soll Seelen für euch sammeln? Yes. Each of the anthropomorphic spirits of yore that you defeat in combat will leave behind the essence of their soul. Gather these, and I can release them through an ancient ceremony. Okay. Yeah. You have worked hard. I will not see you unrewarded. Waffe für Bucky. Yeah. You have worked hard. I will not see you unrewarded. Waffe für Eilish. Auftrag aktualisiert. Natürlich. Ja, wir haben hart gearbeitet. Waffe Falco. Tja, da man nur 99 haben kann, kann ich es nicht auf einem Schlag zurückgeben. Uns fehlt noch eine Kugel. Was haben wir denn für eine Waffe? Verlangsamung. Okay. Chakrome. Eine krasse Kritischwaffe. Was haben wir für ihn? Für ihn haben wir noch nichts. Was haben wir hier? Wunderschön. Sammeln wir noch eine Kugel? Das geht okay, so viel. Ja, ich glaube, in diesem Part werden wir immer noch nicht aus der Schattenwelt rauskommen. Ich sehe es schon kommen. Aber das ist egal. Lass mich in Ruhe. Au. Herrgott, seid ihr normal, wenn die Geister hier rumfliegen, habe ich keine Probleme, hier zu bleiben. Komm schon. Oh je. Yeah. Wechsel Waffe, wechsel Waffe. Oh. Wir verlangsamen unsere Feinde. Das ist ganz schön cool. Da sind wir voll der Supporter. Oh yeah. Was haben wir noch? Geo. Das ist eklig. Nein, das ist meine stärkste Waffe. Und die benutze ich auch weiterhin. Ich meine, guckt euch den Schaden an. Ich pulverisiere die ja geradewegs. Hör auf. Oh yeah. Tal, mein Freund. Du bist wirklich tough, Tal. Oh, jetzt blockt der Mille. Danke. Sammeln wir die Kugeln ein. Schön. So viele Kugeln. Gehen wir zurück. Schneller über die Brücke. Lass mich in Ruhe. Aua. Aua. Ich könnte auch taktisch rübergehen, aber das ist sinnlos. Das will ich nicht. Wir wollen schnell zurück, schnell die letzte Waffe abgrabbeln.
Und dann endlich aus diesem düsteren Ort verschwinden. Komm schon, Fährmann. Yeah. Beutejäger. Auftrag erfüllen. Yay. Das ist eine gute Geldquelle. Ich werde hier irgendwann nochmal zurückkommen und Geld sammeln. Was lasst du so? Auf nach da unten. Wieso ist der Junge schneller als ich? Thank you, Hexen. We can return home now and we owe it to you. Listen, I dreamt that you might come, but now I understand why you came. The age of unity has begun. Listen. You now carry the stone of the worlds and seek the crystal skin of the divine. You hold the key to the next age. Open the Shadow Nexus and return to Askelia. Tetsu and his four champions, Kariston, Olivites, Libius, and Mo, walk with you. Each of you has been chosen, and it is up to you whether you will accept the will of Tetsu, despite the sacrifices it may entail. Whatever you decide, know this. Haigu already has his agents working to bring him back to the realm of men and prevent the Age of Unity. There are many portals that lead to your world. The Stone of the Worlds will be able to open them for you now. This one should see you safely to Askelia, and fear not, Buki. Mo will not allow his people to suffer long. That is why you four were thrown together. I understand, Hexam. May the gods bless you and all the children of Mo. I'm glad somebody understands him. Und damit sind wir zurück beim Leuchtturm. Oh yeah. Well, I never thought I'd be so glad to see this place again. Hey, this is where we first met. That's kind of weird, isn't it? Looks like we have another long walk home, Princess. Nonsense! If you think I'm walking home after the day I've had, then you've another thing coming. I agree. It's a soldier's job to march. Scientists are supposed to save energy. Okay. Let's see if we can find a boat to hire. We can sail home. Das könnten wir tun. Aber ich muss noch ein bisschen Backtracking erledigen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Erst heilen. Das ist nicht zum Heilen. Da war doch die Taverne. Oh yeah, die Taverne. Ich war schon gar nicht mehr hier. Hier wohnt Jamies Mama. Geh mir ein Zimmer. Zimmer. Okay. Alle vollständig geheilt. Was mache ich noch? Ah ja. Zum Schmied. Wir schmieden noch. Hallo Schmied. Ja. Ich möchte meine Waffe verstärken lassen. Der Ionenfluxinator.
Beware, eine Chance, die Position zu machen. Herztreffer, kritische Chance erhöht. Scharfe Schneide. Wir pumpen hier eine scharfe Schneide drauf. Und ich würde sagen, wir pumpen hier noch eine scharfe Schneide drauf. Das ist Damage. Ich habe noch gar nicht geguckt. Tal hat ja auch eine neue Waffe. Der Beutejäger. Das ist eine verdammt coole Waffe. Aber... Jo. Das Mojo ist einfach besser. Tut mir leid. Ah ja, den kann ich noch verbessern. Möchte deine Waffe verstärken? Bookie ist Giacome. 10 Sucher, kritische Chance und 10% erhöht. Vampirzahn. Ich setz mal Bookie ist unsere kleine Assassine. Deswegen packen wir da einen Seelensucher drauf. Und... Fledermauszahn. Was haben wir hier? Beutejäger? Nein. Aber ich kann die Schattenrüstung verbessern. Das Schutzschild. Kommen wir zu der Waffe. Ich pumpe hier auch mal scharfe Schneide drauf. Zweimal. Ich meine, es ist einfach eine krasse Waffe. Die Hexenrüstung. Na, da mache ich noch nichts drauf. Ich warte noch, bis was die anderen drei sind. Und dann speichern wir. Und damit beende ich den Part. Also Leute, schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Bis dann.